I knew it couldn't be my Xanarkin, but I had to make sure. Oh, ich schlafe hier schon wieder. Echt jetzt? Die reißt mich jetzt nur noch schlafen. Die zweite Nacht war das nämlich jetzt. Dann speichere ich mal auch nochmal kurz. So. Nach 6 Minuten. Was? Bist du eine Garde? Das hilft sicherlich. Ja, danke. Die Briefsanlage ist auf dem Sperrmonitor schon gesehen. Ja, hab ich. Dann ist ja alles in Butter. Geh weg. Hallo. Ich will so viel haben. Dies und das und auch jenes. Hast du eine Kreditkarte? Eine schwarze Master Visa Card? Ah, nicht? Dann geh weg. Dann bist du nutzlos für mich. Kusch, kusch. Oh, können wir die jetzt quatschen eigentlich? Bringst du uns was? Puh, was bin ich für dich? Früh aufstehen hat mir nichts gebracht. Du brauchst den Kaffee. Binta Saar. What? Sorry? Ah, forgive me, sir. I meant to say pardon me, but it came out in Albed. Oh, you're in Albed. Mm-hmm. I am Rin, owner of this establishment. Schön. Hello, Dusadwi. Huh? It means nice to meet you. Ah, well, Heli do sad we to you too. Mm-hmm. If you are interested, Albed primers can be found all over Spira. Finding them and learning our language might be fun. Here, let me give you one in commemoration of our meeting. Although you might want to be careful where you speak our language. Egal, gibt's mehr Kämpfe. Albed Band Lexikon 8, sehr schön. R ist H, okay. Titus in Albed, Eviaka, irgendwas. Yeah, I hear Albed aren't liked much. Oh, sorry. A Deki Krissa. Someone help! The Chocobos! That's our cue. Let's go. Huh? Ja, du. Oh, thank you for your help. Please, use this. Mega Potion zweimal. Huh? Gefällt mir nicht. Ich darf vorher nochmal speichern. Gut, speichern. Bringt ja eh nichts, müssen jeder speichern. Oh Gott, 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 oh Gott. Du warst voll das kleine Drecksviech. To the Chocobo Corral. Finde ich gut, wir könnten theoretisch schon mal trainieren. Jo, das sieht aber geil aus. Läuft. Okay, gut. Dann gehen wir jetzt mal da hoch. Die Chocobo ist die Pflicht. Ach du Scheiße. Hat sogar zwei Zungen, Mann. Der Chocobo, lass ihn los! Nein! Oh ja, renn, kleiner Chocobo, renn! Mistviech. Juna, ich glaube, es werden deine alleinigen XP werden, habe ich das Gefühl. Ich hätte dann Kimari. Analysiere das Vieh mal. Dass wir ganz genau wissen, auf was deine Schwachstellen sind. Fällt nach HP-Verlust, oben ist. Dann durch Waffen ohne Durchschlag verletzbar nach seiner Drohung. Geist bist du dran, folgt ein kraftvoller Angriff. Sein Eis ist mit Ex-Eis neutralisierbar. Okay. Ifrit, perfekt. Mit dem seine Ekstase ist, nee, folgt, muss da mal reinfetzen, dem Vieh zeigen, was für ein Beat abgeht. Aber wenn er mit Eis angreift, das ist ja nicht so ein bisschen blöd. Gut, aber wir brauchen Feuer bei jeder gegen Feuer allergisch reagiert. So, gleich mal Inferno reinfetzen. Gleich mal hier volle Breitseite geben. Gleich mal das Vieh frittieren.
Ja, Ifrit. Jetzt kommt noch ein schönes Steinchen hoch und dann geht's voll ins Ab. Und Eisenhalbboot halt raus. Yo, 2229, sehr nice. War nicht so eine lange Verschnaufspause. Sehr schön. Vielleicht bist du dran. Jetzt kommt er mit Eis. Voller Wucht. Oha, wieder Ekstase. Ist ja sinnvoll. Schwarzmagie, wir können uns leider selbst nicht heilen, oder? Doch, können wir. Macht selber auf uns Feuer, logischerweise. Vielleicht bist du dran. Jetzt bleibt hier nichts anderes übrig. Wir müssen die Ekstase machen. Na gut, dann geht man jetzt dreckig. Hat mir schon mal ja, knapp die Hälfte weggefetzt von dem. Oder wäre es sinnvoller gewesen, wobei ich weiß, ein Schwarzmagie fürs Vieh eigentlich zu machen oder halt eher herzukommen und sich zurückzuhalten. Mal gucken, vielleicht immer noch Glück überlebe. Das ist immer ein Gefallen, Ifrit, und weich aus. Sehr schön, danke. Achtung! Au, das hat gesessen. Schwarzmagie Feuer auf uns selber bitte. Und uns ein bisschen heilen mit. Aua. Ekstase schon wieder voll okay, bist du mal scheiß drauf. Knall ihm. Machen wir jetzt noch. Das dritte Mal ineinander, das wird Ifrit killen, aber ist egal. Wir gehen dann kurz zurück in den Speicherpunkt, dann haben wir Ifrit wieder. Aber eigentlich nicht verkehrt, die Taktik. Ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass wir mit Luna allein Platz legen. Boah, gleich schon 6 WH-Gang. Alter Vater! Entschuldigung. Los, steh auf und bams, das war's leider mit Ifrit. Shit. Jetzt wird's interessant. Kraftbrecher. Ah, da hat er mir viel. So, we're to be pushed off a cliff. Ja, ich seh's. Eine Klippe stoßen, ja, ich würde gerne ausweichen. Mal Jonas dran, ne? Dann holen wir nochmal ein bisschen Lulu. Ach, da hinten haben die kurz getauscht, finde ich schön. Sekundärwaffenrüstung Türmen. Ne, ne, Schwarzmagie, Feuer. Verbrennt das Vieh mal. Kimari könnte gegen Tidus tauschen. Ah, da ist uns nix. Da gehen wir mit Tag. Krafthieb bei Endos. Süß. Kraftbrecher. Bringt nicht viel, aber etwas zumindest. Oha, der hat gesessen! Attack now! Push it back! Kann man jetzt das machen? Wie können wir den zurückpushen? Wie können wir das machen? Ausrüstung Türmen, da geht da nichts. Check's nicht. Spezial-Item, Angriff. Nö. Feuer nochmal. Ah, okay, nur angreifen dann. Okay, dann push. Dann kann man. Okay, gut. Mann, du bist blöd. Greif mal normal an. Das bringt auch nicht viel. Komm, hau rein, Kraftbrecher.
Schwarzmagie, Feuer. Ah, wir haben den gleich, allerdings. Und? Nein, nicht ganz. Autsch, war das so geplant? Oder hätten wir den killen können? Now I know I can count on you. Give me a break, I just woke up. Like you did much. It was your idea to fight that thing. If you're always so groggy, just stay awake. Yeah, right. Thanks for the tip. Hätten wir es besiegen können? Nein, Mann, ich will es nicht. Nein, ich will laden. Wartet mal, Escape. Ich bin gleich wieder da. Wir besiegen das Viech. Das geht bestimmt irgendwie. Sekunde. So, sehr geehrte Damen und Herren. Da sind wir jetzt wieder. Und jetzt greifen wir das Viech nochmal an. Das kriegen wir auch irgendwie platt im Handel. Das war kurz vorm Tod sein. To the Chocobo Corral. Ja, ich weiß. Das mit Ifrit war nicht verkehrt. Das probieren wir jetzt einfach nochmal das Ganze. Ich will das Vieh platt kriegen, Mann. Hört so fast. Was haben wir uns Ifrit aufheben, bis er auf dem Rücken liegt? Und dann Ifrit holen und losfetzen. Weil das war eigentlich logischer. Da machen wir das, glaube ich, so, ne? Autsch, da gleich mal weh. So, jetzt holen wir uns erstmal Kimari hinzu, weil ich glaube, der macht ein bisschen mehr Damage. So, du gehst erstmal raus gegen Lulu. Hier holen wir erstmal die Schwarzmagie her, macht Feuer drauf. Dann kommst du her mit deinem Kraftbrecher und haust das Vieh mal um. So, we're to be pushed off a cliff. Schwarzmagie, Feuer. Ich weiß nicht, ob das aber richtig ist, ob wir gleich wieder laden dürfen. Attack now! Push it back! Kraftbrecher nochmal drauf. Sehr schön, jetzt steht er wieder. Jetzt machst du noch einmal deine Schwarzmagie. Dein Feuer. Dann holen wir uns Ifrit. Vielleicht bist du dran. Ja. Wir haben aber noch Zeit, das heißt, wir können nochmal den Kraftbrecher drauf. Ich will ihn so viel runterschlagen, wie es nur geht. Und jetzt holen wir Yuna. Warten wir noch eine Runde kurz. Wir warten noch mal kurz eine Runde. Wartet mal. Holen wir Titus kurz rein. Krafthieb. Wir warten noch die eine Runde. Warten wir. Ich will dir noch so viel abziehen, wie es geht. Feuer. Perfekt. Der liegt. Perfekt. Yuna, deine Zeit. Beschwören Ifrit. Los geht's. Eins wird viel geröstet. Ja. Mach. Ja, okay, die Sequenz, ich weiß, ich könnte eigentlich mal reaktivieren, aber oh, das Reaper bleibt. Bitte. Der liegt nämlich noch. Ich hoffe, der bleibt liegen jetzt, weil er kriegt eigentlich richtig DMG aufs Maul gleich. Perfekt, so Junge, du bist im Arsch. Man
Und zwar richtig derbst. So, und jetzt, komm, gebt dem Ding dreckig Tieren. Haben 2200 gemacht, ich glaube Damage gemacht. Mal gucken, ob es jetzt mehr wird. Ich hoffe es. Ich hoffe es. Und? Shit, gleich viel. Egal. Wir können ihn runterschubsen. Oder wir killen es. Eins von beiden. Wir können aber auf jeden Fall. Wir haben eine Alternativmöglichkeit. Das finde ich super. Nochmal Ifrit. Komm, gib ihm. Ich will nicht, dass die Chocobos leiden. Ich mach das nicht. Vergesst's. Nein. Wenn ich das 50 Mal spielen muss, ist mir so egal. Niemand tut dem kleinen süßen Chocobos was an. Pisser. Also ist einmal aufgestanden, hat uns eine geklatscht. Hat nochmal eine geklatscht, wir leben aber noch. Feuer. Da noch über 2000. Warte mal, wenn wir jetzt Feuer auf uns selber machen. Da ist unsere Ekstase nochmal voll. Wenn wir Glück haben. Ja! Die Ekstase wäre nochmal voll. Der Drecksack hat 200 Angriffe. Schwarzmagie. Kraftbrecher. Das ging daneben. Ich hol Valvaris raus. Kommt, Leute. Nein, scheiß drauf. Ich krieg das Vieh jetzt voll ins Weg. Nee, warte mal. Cheep, cheep. Guck mal, großes Essen. Ja, Meister. Das kriegen wir jetzt plattes Viech. Komm. Okay. Schallschwinge. Bringt nicht viel, aber. Warte mal, das war doch immun, oder? Nein, das bringt sogar was. Sehr schön. Schwarzmagie, Feuer, frittiertes Mistvieh. Ja, perfekt. Oder rufen wir es zurück, dann können wir es wegschubsen. Weil dann können wir es nämlich jetzt... So, perfekt. Lulu. Feuer. Oh, hast du Eis gemacht? Oh, steht aber da auf, der Hund. Ging daneben. Kraftbrecher. Holen wir nochmal Valvaris raus. Ja, können wir nochmal Valvaris. Boah, komm. Ey, das Vieh jetzt gleich. Ich will es eigentlich gar nicht runterschubsen. Ich will es eigentlich tot sehen. Ich will es einfach nur tot sehen, das Vieh, ne? Feines Vögelein. Ja, friss ihn. So, Schallschwinge. Gib ihm. Der hat nur 91! Fried hier den Drecksack! So, der wird nicht überleben. Der wird gefressen. Yes, wir haben die Chocobos gerettet! Ich bin so glücklich! Entschuldigung, wenn ich gerade zu laut war. Oh, geil. Magere XP, muss ich aber sagen. Ein Datenball, sehr schön. Boah, zum Glück.
Have you an interest in renting some chocobos? As a token of our gratitude, the first time is free of charge. Please, ask the attendant if you wish to rent. Thank you so much for saving the chocobos. Ich bin auch froh drüber, glaub mir. Chocobos! Jetzt gehen wir erstmal zurück. Ah, Ifrit hätte mich gefreut, weil das Ganze dann auch ein Stück kürzer ausgefallen, ne? Aber leider, weil... Wie ihr sehen, ist nämlich Ifrit ein bisschen down, ne? 12 Kämpfe bis zur Genesung, holy shit. Es müsste doch nicht wieder genesen sein, waren ja dran. Ja, sag ich nicht. Wir speichern das jetzt. Ich habe gesagt, ich werde es schaffen und ich habe es geschafft. Boah, hat zwar jetzt nochmal 90 Minuten gedauert, aber ist ja egal. Seit dem Speichern. Warte mal, die Tante war draußen, ne? Ich will nicht auf den Chocobo reiten, ist bestimmt voll cool. Hallo. Oh, hello. No charge this time. Genau, wie geht das Ganze eigentlich? Auf Chocobos reiten, Steuerung auf Bildschirm, weg, nach vorne, auf Bildschirm zu, zurück, nach unten, nach links, nach rechts, auf- und absteigen mit A und B. Die Chocobos können die Mihen-Straße nicht verlassen. Weiter als bis zur Nordend oder nach Luca hinein kommt man also nicht. Chocobos warten nach dem Absteigen auf dich, es sei denn, du verlässt die Straße oder leihst dir ein neues Chocobo aus. Komm zu mir, wenn du dir einen neuen Chocobo ausleihen möchtest. Ja, halt. Ich will, achso, ja, warte mal. Ich weiß, ja, ich will. Ich will Chocobo. Chocobo! Da, da, Choco, Choco, Chocobo, oh, 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 Choco, hiha! Ich finde die voll geil. Chocobo Power. Yeah, yeah. Die kleinen Chigas da. Hui! Können wir den eigentlich nicht irgendwo runterhüpfen? Hinhüpfen? Ich glaube, mit dem kann man nicht irgendwo noch lang sprinten. Oh, ich finde es so cool. Ja, habe ich nicht gesagt, ihr könnt da irgendwo hochhüpfen. Es gibt so Orte, da können die hochpacen. Ja, geil, mach sogar auf. Feuerleins. Oh, du bist so süß. Warte, mein Chocobo. Komm mit, da war noch eine Kiste. Ja, Mann. Oh, ich bin so froh, dass wir die retten könnten, die kleinen knuffigen Viecher. Da ist eine Kiste. Muss ich wieder von da aus irgendwie hin? Check ihn nicht. Das ist eine Kiste. Ich wollte eigentlich hin, aber okay, gut, dann halt nicht. Bin traurig. Ah, da wo so eine Chocobo-Feder liegt wahrscheinlich. Da kann man hinspringen. Ja, 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 jetzt kapiert. Bleib mal stehen, mein Kleiner, was will die? Word has gotten around about me. Now all the Crusaders are ignoring me. Would you like to hear about the high road? Yeah. Yeah. We are currently traveling a part of the Mihen High Road called the New Road. Naturally, that suggests that there is or was an old road. Okay, das war's. Gut. Choco, yeah! Da 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 Chocobo! Ah, das ist süß. Da ist die blöde Kuh, da will ich noch nicht lang. Ich will erstmal da runter. Chocobo. Choco. Chocobo. Hat er mal, ob sie noch irgendwo hochspringen können, theoretisch, oder? Ah, da. Guckt eine Feder. Jetzt kommt Chocobo her, dann springe ich gleich da hoch. Abwarten. Hüpf, hüpf. Hüpf! Booyakazam! Elektraklinge, sehr schön! Hüpf, hüpf! Und BAM! Datenball erhalten, sehr schön! Choco! Guck mal, unsere Füße, guck hinten raus beim Choco, das war geil! Da ist Fiederleid, ah, sie sieht!
Choco 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 Bo. Warte mal, kann man dann hier drüben? Ist hier irgendwo auch noch eine Feder? Wo wir hochspringen könnten. Ja, da. Wo ist Choco? Choco Bo. Ich krieg alle Kisten. Glücksspielurin erhalten. Juhu! Was gibt's hier hinten noch? Ein Händler? Hier zu kommen war wohl. Achso, Dschungel, das spricht ja selber. Vielleicht. Wir können nicht ein bisschen was investieren. Ja, ja. Ach, kommen Sie mal großzügig. Hey, hey, ich will noch anliegen kurz, mein Freund. Ja, ja, bla, 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 bla. Ja, will ich. Sag mal her, was du hast, mein Freund. Kaufen. So. Phönixfedern. Kuriert Kampf und Fähigkeit. Schauen wir nochmal, dass wir 10 Stück haben. Dass wir da eins mehr haben. Augentropfen, kuriert Blindheit. Dass wir da auch 10 Stück auf Lager haben. Echokraut, kuriert Stummheit. Dass wir auch 10 Stück haben. So. Verkaufen. Ah, okay, nur solche Sachen da. Nö, nö, das möchte ich nicht. Speichern, ja. Aber wie ist doch noch so nicht runtergefallen das letzte Mal? Und eine Kiste! Saturnmar. Was für ein Ding? Weltkarte, Elixier, Schwerit, Echokraut. Saturnmarke, eine Marke in Form des Saturns. Ja, was bringt die? Keine Ahnung. Wir könnten nochmal Sperrebrett Lulu wieder ein bisschen missbrauchen, ne? Und zwar benutzen Glücksspielurin. Haben wir einen? Zumindest haben wir den schon mal aktiviert haben. Ich würde den da drüben gerne noch holen. Mann, weil oben lang müssen wir nicht. Oben lang müssen wir nicht, wenn ich das da hinten jetzt hier unten gerne nicht machen. Wir können nicht hier runter lernen, hier die ganzen Feuerrad-Sachen und so weiter. Ne? Ne, die anderen kann man kurz noch benutzen. Bewegen und zwar dahin. Benutzen Ability Theoret. Sehr schön. Yuna bewegen, die kann im Grunde dahin. Benutzen und zwar den Zeitspielurit. Steigerte Geschick. Was lernt's denn hier? Ah, Engel. Ah, ich glaube, kannst du Leute wieder beleben. Geh mal hier hin. Sinnvoller. So, benutzen. Ability. Benutzen. Kraft. Boah, die Musik ist mega laut gerade, oder? Sorry. Aber ich kann die leider nicht einpendeln. Dooferweise. So, da unten haben wir ja alles. Das ist gut. Dann bewegen wir uns hier hin. Und benutzen unseren Kraftspeoriten. Wack, Yami, können wir hierhin bewegen. So. Weil ich, wie gesagt, möchte einmal noch Vita lernen, dass er auch heilen kann, wenn notwendig. Und dann noch den Kraftspeoriten. So, perfekt. Und dann gehen wir nämlich wieder zurück und gehen hier rüber, machen das hier. Und pacen dann hier nochmal kurz vorbei und gehen dann hoch. Da haben wir nämlich hier den Kreis hier von uns mitgenommen, ne? Weil Wunderhieb würde ich gerne noch lernen. Und hier geht's Angriffskraft und so weiter hoch und dann hier oben weiter für Anfeuern und ja. Dann gehen wir den Weg, wie Titus geht und Auran. Ja, aber den Weg wie Yuna brauchen wir nicht gehen. Hier drüben ist Lulus Weg, ne? Weil da kommen wir nicht hier auf Feuran und so runter. Das möchte ich eigentlich nicht. So, Wacker. Beweg dich mal dahin. Benutzen Kraftspielurin. Leider haben wir kein Glücksspielurin. Das ist doof. Nee, noch nicht. Ja. Nee. Und Lulu hat noch 5 Stück, Alter. Ich kann so mich so wieder rumbewegen, aber ich will den mitnehmen noch. Achso, ja, ins Menü zurück, bitte.